In Lionel Messis Steuerstrafverfahren akzeptieren die spanischen Staatsanwälte eine Geldbuße in Höhe von 255.000 Euro. Im Gegenzug muss Messi keine Haftstrafe antreten. Der Fußballstar war zu 21 Monaten verurteilt worden. Sein Vater und er waren wegen Steuerhinterziehung in 3 Fällen zwischen 2007 und 2009 angeklagt. Hinterzogen wurden 4,1 Millionen Euro. Die zusätzliche Strafe lautete auf 2 Millionen und eben 21 Monate Haft. Messi hat wöchentliche Einnahmen von 1,4 Millionen. Die Strafe entspricht 3.000 Euro pro Woche. Ronaldo überflügelt Messi noch bei den Einnahmen als auch bei den Hinterziehungssummen. Auch gegen ihn läuft ein Verfahren, weil er 14,7 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust haben soll.